Jawohl. Ich glaube, dass es funktioniert. Hallo Facebook. Hallo Facebook. Hallo ihr Hallo Lieben. Facebook. Heute mit Lisa und Saskia. Und ich freue mich unglaublich auf die nächste Lesung. Und dann war es leicht. Ja, Lisa wird direkt nach mir natürlich ihre offizielle Kurzbio bekommen, die im Buch steht. Und da ist ganz viel drin. Sie ist eine unglaublich spannende Frau mit unterschiedlichen Berufen und Bereichen, die in ihrem Leben wichtig sind. Und was mich besonders freut, wir sind ja hier alle ein bisschen online unterwegs, also haben uns nicht ganz so oft im echten Leben gesehen, aber Lisa und ich, wir wissen, wer größer ist von uns beiden. Und das bin definitiv nicht ich. Und ja, auch obwohl ich aus den Bergen komme, kann mir oder hat Lisa den größeren Schritt, den Berg auf. Und wir haben uns unglaublich schön auf einer ganz langen Wanderung unterhalten. Und damals war Lisa berührt und sie konnte aber ganz viel noch nicht in Worte fassen von dem, was sie gespürt und gesehen hat. Und sie hat mich immer nach den Worten gefragt. Und ich wusste, dass Lisa die Worte finden wird. Und heute wird sie uns in ihren Worten eben erzählen, was sie berührt hat und was sie gesehen hat. Und das Verrückte ist wirklich, manchmal ist der Verstand langsamer als das Sehen oder die Einsicht oder die Seele. Ja. Und dann kommt er aber nach und hat dann doch noch ganz viele tolle Dinge zu sagen, wie bei Lisa. Genau. Ja, ich freue mich unglaublich, heute ein Teil deiner Geschichte zu hören, Lisa. Und ich übergebe Saskia noch für das etwas mehr Fleisch am Knochen Bio, die im Buch sein wird. Und dann geht's los. Danke für diese liebe Einführung. Sehr gerne. Ich bin auch froh, dass du Worte gefunden hast dafür, weil Ja, ich kenne war deine nicht so sicher. Geschichte. Und ich glaube, da werden sich einige Menschen wiederfinden, denen es ähnlich ging wie dir und denen es jetzt ähnlich geht, wie es dir ging. Und man unterschätzt, glaube ich, manchmal, wie wichtig das ist für andere Menschen, was man selbst erlebt hat und was man selbst dann an Erfahrung weitergibt. Ja, und es ist so schön. Also ich bin so froh, dass du Worte gefunden hast. Ja, jetzt kommen wir zu deiner Kurzbio. Ja, Lisa Berner ist Bewegungspädagogin und Kunsttherapeutin. Sie liebt es, Menschen die Freude und die vielen Ausdrucksmöglichkeiten durch Bewegung und Kunst näher zu bringen. Sie selbst lässt sich am liebsten von Wellen und Bergen in Bewegung bringen. Und sie lebt mit ihrem Mann in einer kleinen Alpenstadt in Vorarlberg. Okay. Schön. Ja, Lisa, ich frage noch, ich habe dir ja gesagt, dass ich dich fragen werde. Was war es denn, dass dich all diese Dinge hat überwinden lassen? Auch die Zweifel und die Unsicherheiten, die damit einhergingen, eben deine Geschichte zu teilen, das, was du gesehen hast. Ich glaube, bei mir war es wirklich eine große, große Neugierde, die da mal war. Also den Zeitpunkt, wo ich es erfahren habe, oder wo es gesagt hat, okay, wir schreiben ein Buch, war ich wow, so cool, so eine geile Möglichkeit, so ein cooles Projekt. Ich war echt Feuer und Flamme und eine Neugierde, ja, auf das ganze Projekt und
Auch auf das, was ich schreibe. Und ich war ja einfach richtig freudvoll dabei. Und je näher irgendwie so dieser Abschluss kam und ja, jetzt sollten wir langsam den Text abgeben, desto verzweifelter wurde ich und desto mehr kam irgendwie so mein Kopf dazwischen mit all den Geschichten, die er über mich erzählte. Ja, dass das einfach absoluter Blödsinn ist, was ich da schreibe und keiner will das lesen und was muss ich da halt alles ja, einreden kann. Und das Spannende, ich habe sogar schon eine Mail geschrieben an Saskia, geschrieben, du vergiss es, da kommt nichts, ich mache nicht mit. Und in dem Moment... nicht mit mir! Ja, an dem Punkt sage ich mal danke, liebe Saskia, für deine Geduld und deinen Support. ich habe diese Mail nie geschrieben, nie weggeschickt, geschrieben habe ich sie schon, aber weggeschickt nicht, weil ich in dem Moment dann erkannte, es ist ja genau das ist es, wenn ich meinen Gedanken glaube. Ja. Und dann war es so wie ein, so ein Klick, wo ich gesagt, okay, dann werde ich über das schreiben. Und ab dem Moment, wo ich erkannt habe, okay, das ist auch ein Konstrukt, ein Konzept, ein Gedanke über mich, dass ich nicht schreiben kann, dass es keiner lesen will, bla bla. War es dann leichter. Da war es dann wie so ein Knoten raus. Und es war dann eigentlich im Endeffekt eh schon zu spät. Die Deadline war eigentlich schon abgerannt. Aber ja, es war ein echt spannender Prozess, absolut. Davor und der Schreibprozess vor allem für mich. Ja. Danke und danke, Saskia und danke, Lisa. Und dann, ja, tauchen wir doch einfach ein in das, was da trotz und mit allem kam. Ja. Genau. Der Titel ist Bühne frei für den Selbstzweifel. Ich starte vom Anfang an. Eigentlich hatte ich viel Zeit, um darüber nachzudenken, worüber ich schreiben möchte. Aber das Gefühl, dass ich es nicht kann, dass es nichts für mich ist und ich noch nicht so weit bin, ging einfach nicht weg. Das Zweifeln, das Hinterfragen, das Vergleichen blieb, egal wie oft ich ansetzte und das Thema änderte. Irgendwann schrieb ich nicht mehr weiter. Der Abgabetermin kam immer näher. Und das Gefühl, versagt zu haben, wurde immer größer. Wieso schaffe ich es nicht, einen Text abzugeben? Ich muss doch einfach nur über mich selbst schreiben. Eigentlich ist es paradox. Ich habe kein gutes Gefühl, weder zum Schreiben noch dazu, nicht zu schreiben. Nun sitze ich hier, die Deadline ist vorbei und kurz vor knapp habe ich unsere Redakteurin Saskia kontaktiert, um ihre angebotene Hilfe anzunehmen. Ob mein Text noch gedruckt wird, weiß ich nicht. Ich bin enttäuscht über mich und sogar neidisch auf alle, die es geschafft haben. Ich bin wütend auf die Möglichkeit, einen Beitrag für dieses Buch zu schreiben. Hätte ich diese Möglichkeit nicht bekommen, hätte ich mich nie damit konfrontieren müssen und würde mich jetzt nicht schlecht fühlen. Dennoch schwingt ein Gefühl von Neugierde mit. Also starte ich einen neuen Versuch. Ich werde versuchen, darüber zu schreiben, wie schwierig es für mich ist, etwas Persönliches zu veröffentlichen und welche Hindernisse ich damit habe. Die Vorstellung, andere mit meiner persönlichen Geschichte zu langweilen, ist sehr unangenehm. Was, wenn es überhaupt nichts Erzählenswertes zu berichten gibt? Etwas preiszugeben, das mich selbst schwach und unsicher zeigt, warum sollte ich das tun? Aber genau das war es, was mich anfangs an Geschichten rund um die drei Prinzipien so faszinierte. Diese Ehrlichkeit, dieser Mut der Menschen, von sich selbst in eigenen unsicheren Momenten zu erzählen. All diese Berichte über die Veränderungen durch die Beschäftigung mit den drei Prinzipien berührten mich zutiefst. Ich spürte, dass mir diese Menschen nichts vormachten,
Sie erzählten nicht darüber, wie jeder Weisheit finden könnte oder dass es diese Methode und jene Ansicht ist, die jeder verstehen müsste. Sie erzählten ganz ehrlich über ihre persönlichen, unangenehmen Erlebnisse. Jede Geschichte war anders, so wie auch ihre Erkenntnisse und Erfahrungen. Es war der Weg des Einzelnen mit einer Weisheit erzählt, die ihm von innen kam und somit jedes Mal anders war. Die Geschichten ließen mich in meine eigene Welt wandern und mich zu Erkenntnissen führen, die ich so vielleicht schon mal gehört, aber noch nicht verstanden hatte. Mit Mitte 20, nach meinem Universitätsabschluss, hatte ich große Sehnsucht nach Stille. Ich hoffte auf Antworten, die ich für mich noch nicht gefunden hatte. Ich reiste nach Neuseeland, um so weit weg wie möglich von meinem Gewohnten zu sein. Dort hoffte ich zu finden, wonach ich suchte. Ich besuchte verschiedene Retreats und verbrachte einige Monate in einem buddhistischen Zentrum, um das Meditieren zu lernen, damit ich endlich zur Ruhe komme und die ersehnte Klarheit erlange. Ich war überzeugt davon, dass die Meditation der einzige Weg zu einem zufriedenen Leben sei. Ich dachte damals, dass die Ruhe das Ergebnis meines Handelns wäre. Ich erkannte es jetzt, dass der meditative Zustand ganz natürlich ist. Ich muss dafür nichts tun, denn ich habe ihn bereits in mir. Was ich in den Klöstern zu lernen versuchte, war, nicht an meine Gedanken zu haften. Einen Gedanken loszulassen bedeutet für mich, keinen Grund für das Erscheinen des Gedankens finden zu müssen. Es bedeutet, dem Gedankeninhalt keine Aufmerksamkeit zu geben. Weder kann ich steuern, ob ich Gedanken habe oder nicht, noch kann ich steuern, nur noch positive Gedanken zu haben. Nein, ich gebe den Gedanken einfach keine Bedeutung. Ich muss nichts mit ihnen machen. Aber ich gebe ihnen die Erlaubnis, da zu sein. Das ist befreiend. Genau in diesem weiten, ruhigen, offenen Moment ist Platz für neues Denken und Erkenntnisse. Unsere Erkenntnisse können also überall und unangemeldet stattfinden. Und wir brauchen nicht einmal ein Sitzkissen dafür. Solange wir uns selbst nicht im Wege stehen und uns in den aufkommenden Gedanken verstricken. Denken ist menschlich. Ununterbrochen fließt Energie in Form von Gedanken durch uns. Wir erfahren dadurch unsere Welt und wir kreieren unsere Realität. Durch die drei Prinzipien erkenne ich, dass es auch die Kraft ist, die all unsere Gefühle und Emotionen erschafft. Ich habe den freien Willen, um zu entscheiden, welche Gedanken ich festhalte und ihnen Kraft gebe und welche ich loslasse. Früher hatte ich keine Distanz zu meinen Gedanken. Ich dachte, jeder Gedanke habe definitiv eine Bedeutung und ich müsse ihn ernst nehmen. Vor allem die negativen schienen eine Wichtigkeit zu haben. Denn sonst hätte ich sie ja schließlich nicht. Mit meinem Intellekt versuchte ich sie dann zu lösen, wunderte mich, warum sie nicht verschwanden und war frustrierter als zuvor, weil ich zu keinem zufriedenen Ergebnis kam. Und heute weiß ich, es gibt nichts zu tun, außer die Gedanken loszulassen. Dennoch passiert es immer wieder. Ich glaube an meine Gedanken und suche krampfhaft nach Lösungen. Das Gefühl von Selbstzweifel stellt sich ein und ist gegenwärtig. Wie in diesem Moment. Und warum es um eine Bühne geht, das könnt ihr nachlesen. Die kommt nämlich erst. Danke fürs Zuhören. Für diese Bühne hier. So schön. Oh, das ist unglaublich. Das ist einfach so berührend, wenn es von dort kommt, wo du gerade gekommen bist. Also das wird ja spannend. Das war ein richtiger Cliffhanger, Lisa. Ja.
Danke. Saskia, schließt du für uns ab und erzählst, wann das Buch kommt. Das wissen wir sicher noch niemand. Ich weiß, wann das Buch kommt. Am 1. Juli kommt es raus. Dann kann man es kaufen. 1. Juli ist in einer Woche. In einer Ganz Woche! Genau. Ja. Wow. Und da sind 20 so, so, so schöne Geschichten drin. Mhm. Und ich bin die Einzige, die alle kennt bisher. Und ich kann euch sagen, ein paar Tränchen habe ich auch verdrückt zwischendurch bei einigen Geschichten. Und die sind unglaublich unterschiedlich und im Kern verweisen sie alle auf das Gleiche. Mhm. Auf das Menschsein. Und das ist voll schön. Und dass es aber auch ganz leicht sein kann, Mensch zu sein. Und wie das halt passiert ist, 20 Mal. Ne? Mhm. Und da wir keine Göttin und Superwomen sind, ja, ist es auch für dich möglich. Und davon erzählt es total schön, das Buch. Ja. So, vielen Dank, Lisa, für deine menschliche Geschichte und deinen Mut, mit dir auch rauszugehen und hier zu sein. Und ich glaube, ihr habt ein Gefühl wieder gespürt heute. Und das ist das Tragende. Von dort aus sprechen wir. Und wenn es dich berührt, dann reicht es schon mal ganz weit. Danke euch. Danke, danke Lisa, euch. Danke Saskia. Danke Lisa. Tschüss. Ciao. Bye bye.